So. Schon den Stream angeschmissen, obwohl noch gar nicht fertig ist hier, oder was? Immer dieses oder war. Oder was? Oder wie? Oder warum? Oder verzeihen? Ich hab Bock. Heute hab ich Bock. Ich weiß noch, Vorspann ist noch da. So, müssen wir erstmal hier den ganzen Kladderadatsch aktivieren, damit das auch heute funktioniert. Guardians of the Galaxy. So, Dame funktioniert auf jeden Fall. So, dann können wir doch mal in den Stream Manager reindrücken. Heute. Guck mal hier. Shoutout. So, was wollen wir jetzt machen? Wollen wir mal den Grund und das Spiel starten. Ja, Kartoffeln setzen. Achso, nein. Wollen wir mal gucken, ob da überhaupt jemand da ist. Gehen wir mal ins Game. Stunden, Alter. Ich hab noch nie so lange gezockt. Moin, Holiday. Ein Gruß an wo auch immer hin, ne? Wie machen wir das denn hier so? Guck mal hier, ich habe hier meine Bilder jetzt endlich mal aufgehängt. Ist das nicht krass? Eins, zwei, drei, vier. Geil, ne? Das sieht man immer gar nicht. Weil das blendet hier, was da das ist, naja, ist auch egal. So, Marcel Moinsen. Machen wir heute. Zeigen, was man hat. Tobi, ja, no logo. Das ist ja nun auch, ne, das ist einmal für 1 Million Downloads. Das ist schon krass, denn für 250 Millionen, 250 Millionen ist klar. Bei Konsole, dann haben wir, dass ich ein Mod, eine Kartenmod released habe auf Konsole und dass ich Giants Partner bin. Dann muss ich auch, glaube ich, nochmal so einen Giants Partner Button reinmachen, ne? Aber kauft ja eh keiner über mich. Das gönne ich dann auch einfach den anderen Leuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das bringt dann mehr was. So, wir waren hier. Da waren wir drinnen. Zack. Können wir eigentlich auch zumachen, weil das brauchen wir eh nicht. Philipp, moin, Tebu Play, Tag. Ah. Was ist denn jetzt los? So, man soll doch. Oh, peinlich, peinlich, maximal peinlich. Habt ihr jetzt nicht gesehen? So, können wir jetzt mal spielen oder was? Mann. Wollen ja weiter Kartoffeln planten, ne? Und da will ich heute noch den Kartoffelhof umbauen. Wir haben so ungefähr 2 bis 14 Uhr. Wieso, was ist denn jetzt schon wieder los?
Naja, ist doch gut, oder was? Ich, Leute, ich sage euch das. Ich komme da nicht mit zurecht. So, use void. So, dann machen wir den Kram hier fertig. So, und dann werden wir heute nochmal was machen. Zur späteren Stunde sollen auch ein paar Leute dafür bei sein. Ich hoffe, es kommen überhaupt genug ein paar Leute. Schönes Herbstwetter. Habe ich Bock drauf. Ey, draußen ist richtig so eine geile Luft. Schockt. Erstens weiß man, man wird ein Jahr älter. Das ist nämlich bei der Zeit immer so. Ja. Finde ich gut. Habe ich Bock drauf. So, mal ein Portemonnaie hier rausnehmen. Ah. Oh Mensch. Also ich finde das hier auch hier immer so. Oh ja. Oh ja. Hat man heute Morgen noch mal Rüppers reingezogen, die neue Folge da. Themen ist auch immer so. Oh Mann. Oh, das tut gut im Rücken, sag ich euch. Alter, tut das gut. Ja. Was liegt an? Schönen Montag gewünscht. Wenn wir hier irgendwo mal eine Zwischen... Ich hoffe, das passt. Ja, ja. Ja, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Ich finde das immer ganz cool, also... dass die so lang sind. War es eine Stunde 40 oder so? Du guckst dir das ja aber auch an. Also manchmal spult man ein bisschen vor, weil die jetzt immer relativ oft doppelt... also die Situation doppelt filmen. Das muss nicht unbedingt sein, ne? Ist super, da hat das typische Morgengespräch Was? Luft ist super, da hat das typische Morgengespräch in Wietzendorf beim Kartoffellieferanten wieder gelungen. Ich weiß nicht, was du meinst, Houston. Lohnunternehmen guckst, moinsens. Ja, wir machen hier maximale Geschichte. Jetzt fahren wir mal hier hinten hin. Bon Crocodile dann die? Alter, die habe ich ja auch seit 38, 45 Jahren nicht gesehen. Na? Nee, hier werden wir ein Feuer einsetzen. Schönen guten Tag. Schön, dass du vorbeischaust nochmal, du. Oh, das ist die letzte Bahn hier. Da werden wir nachher mit dem Roder ganz gut vorbeikommen und dann war es das auch. Noobs, 1980, Moinsen. Ich muss mal kurz was gucken, ob das funktioniert. Das machen wir gleich nachher, machen wir nachher. Ich will nur gucken, ob das funktioniert. Ja. Ja, funktioniert alles. Bisschen aufgeregt ist er ja. Aber was kriegen wir hin? Wir kriegen das alles hin. Ich hab Bock. Ich habe ja auch einen Red Bull gegönnt, ne? Hab ja ein bisschen aufgeräumt. Und ich habe irgendwie Bock hier, das noch ein bisschen geiler zu machen. Ich finde das manchmal ein bisschen zu duster. Was ich hier hab. Gucken wir euch das noch mehr mit. LED umbauen kann. Aber generell ist das alles ganz cool. Alter, die ersten Kartoffeln. Und dann ballern wir hier schön mit dem Ruder längs. Da hinten können wir immer schon gut umdrehen. Denn wollte ich das ja. Ich habe ja gesagt, ich werde den Kartoffelhof nochmal. Die Halle wird nochmal weggerissen. Und dann machen wir nämlich eine kleinere Halle drin. Die ist mir irgendwie zu much, zu groß, zu neu, zu sauber, zu. Wir machen eine andere Halle dahin. Und werden uns dann noch so einen Abkippplatz da bauen oder sowas. Irgendwie so in der Art.
das zurechttüdeln, das cool aussieht. Was aber so zusammengeklüdert aussieht, weil ihr wisst ja, ich habe immer kein Geld, ne? Also GPS, man guckt, ich habe hier schon so eine Version drin. So. Dann freue ich mich auch, wenn, also dann danach freue ich mich, dann geht es ja in die Ernte, in die Getreideernte. Dann können wir auch wieder ein bisschen Wein fahren, ein bisschen döschen und so. Haben ja auch ein bisschen mehr vorzudreschen. Und danach geht es ja direkt nahtlos in die Maisgeschichte. So, und da habe ich ja, da wird dann ja auch jetzt die Tage dann, hoffe ich, irgendwann der Server. Dann wird die ganze Geschichte Hallo Rappi. Schön. Mensch. Habe ich die aus dem Bett geholt, oder? Was wollte ich sagen? Dann wird die. Dann sind wir denn hier schon? Achso, 11 Minuten. Mann, ey, konzentrier dich mal. Dann bereiten wir den Server vor, dass der Hof auch. Also, da wird wirklich nur das Nötigste an Mods draufgepackt, was ich auch auf dem Hof stehen habe. Alles andere wird runtergenommen, sodass da nicht irgendwie zigtausend verschiedene Sachen drauf sind, die man nachher nicht mehr braucht. Ne? Und lange wach? Oh. Ja, muss. Schön, Rappi, Muckau, ne? Florian, guten Tag. Und dann wollen wir den Hobel mal vorbereiten. Und dann muss ich mir nochmal 39 zusammentüdeln. So was Sound angeht und so ein bisschen Front und so. Oder. Ja, ich weiß noch nicht, mit was wir schieben. Vielleicht schieben wir auch mit so einem hier. Und 39. Weil ich glaube, bei der Menge muss er echt schon ein bisschen kleinerer Dutch sein, ne? Auch mein Schreibi, gerade heute hätte ich die mal gebrauchen können, ne? Wer im Stream-Titel sieht, weiß, was passiert heute. Aber alles gut, Schreibi. Mach dir bitte keinen Kopf deswegen, ne? Da versteckt man mal. Ja, alles gut. Mochte der keinen Stress. Wollen wir ein paar Leute haben, damit sich das dann nachher auch so ein bisschen, ne? Da bin ich kurz eingeschlafen. Ups. Hey Gnomi, wir haben keinen Keller. Gnomi hatte gestern im Discord schon Angst, dass ich nicht mehr wiederkomme. Aber meine Frau hat ja Gott sei Dank kein Discord oder so und die findet ihr auch Gott sei Dank nicht, deswegen ist da alles entspannt, ne? Aber die Kinder haben mich gestern ein bisschen kaputt gemacht. Viel getobt. Morgens hatten wir uns eine Doku angeguckt auf YouTube über das Mini-Natur-Wunderland da in Hamburg. Da wollen wir dann unbedingt mal hin. Und danach hatten wir uns noch eine Doku angeguckt über
Modellbau, wo die da so ein Flugzeug und so ein Nasenbär nachgebaut haben. Ja, und dann sind wir rausgegangen, ne? Und so ein bisschen. Oh, eine Frage, der Discord-Ding zu deinem Hof-Safe-Game funktioniert? Nein, ich finde den Hof wirklich schön. Welchen? Also mein Hof hier in diesem Safe-Game ist es auch nicht. Frage, Discord-Ding zu deinem Hof-Safe-Game funktioniert? Nein. Wie? Ausrufungszeichen DC funktioniert nicht mehr? Dann drehe ich jetzt bald mal durch. Komm, dann nehmen wir gleich die Bahn hier, oder? Oh, diese Luft, diese Herbstluft, die hier reinkommt. Oh, ist das ein geiles Gefühl. Wenn ich jetzt noch irgendwie rausgucken könnte, dann hätte das wieder so ein Gefühl wie früher, als ich wirklich Hardcore LS gezockt habe. Boah, wer redet denn jetzt schon? Ah! Dem Flensburger oder Schleswiger weiß ich gar nicht. Flensburger oder Schleswig, was war das? Big Shogun, vielen Dank für den Raid mit 17 Leuten. Moin sind's. Alice Heiko, moin. Willkommen beim Kartoffelgame, nicht? Oh Mann, 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 Mann. Na, Lüd? Geil, you dat gut? Natürlich geil, you dat gut, sonst würdet ihr ja nicht hier sein, denn. Ja, willkommen. Schönen guten Tag, trauriger da. Aus dem hohen Norden. Ich bin da auch aus dem hohen Norden. Dem einzig wahren Norden. Aus dem Norden, wo man nach einer Scheunfehde im Dorf auch noch rumtrockeln kann, zu der damaligen Zeit und auch noch bei fremden Leuten einfach pennen durfte, weil man so hakenvoll war. Ich spreche jetzt nicht von mir, ne? Aber klar, dass er da wieder jetzt, am Schlafen ist. Leute, wir haben das Feld gleich fertig. Dann müssen wir den ganzen Kram eintüten. Und dann bauen wir für den Rest, dann füttern wir die Tiere nochmal. Und dann kann ich ja eigentlich ja schon die Zeit wieder auf normal machen. Auf 2, sag ich mal. Guck mal, was wir nochmal. Aus der Größe einen schönen Hof bauen, safe gehen. Was? Aus der Größe vor allem einen schönen Hof bauen, safe gehen. Was? Was ist da los? Was ist denn da los? Oh. The Reaper Skyplay. Moin sind's. Danke, Keude, für dein erneuten Haha. 5 Monate schon. Oh, Mann. Ich danke dir. Ich danke dir. Für den Support. Oh, hier haben wir aber nicht richtig gearbeitet. Herr Chris meint, die Fände waren ja nicht, aber du kannst ja weiter. Hey, die Fände waren nicht. Wir sind nicht so Social Media unterwegs. Ich glaube, bei. Lustig wäre das ja eigentlich, wenn ich sie einfach mal hinsetze, den Stream anmache und sie checkt nicht, ob das der Stream ist. Nein, das machen wir nicht. Mikael, allerbest du. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil heute mache ich das erste Mal Werbung. Ich mache das erste. Nein, ich habe nur ein Sponsoring gekriegt. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so vorsagen sollte oder so. Aber ihr seht das mit Banner und so. Wir wollen heute mal ein bisschen Essen bestellen. Damit werde ich meine Frau einfach überraschen und sagen, Schatz, ich habe mir Gedanken gemacht. Ich möchte ja nicht, dass du immer so einkaufen gehst. Und deswegen habe ich mir jetzt Gedanken gemacht und habe einfach mal, ich glaube für eine Woche oder so, da bestellen wir jetzt einfach mal Essen. Das ist doch nett, oder? Wie sieht es mit dem welchem Nachfolgeprojekt meine Rade? Ich habe kein Nachfolgeprojekt gerade. Rade ist nicht mehr.
FC, FC, oh, ey, die Abeusen. Oh, was ist denn jetzt passiert? Nee, das ist aber verkehrt. Wieso muckt das denn? Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Wieso muckt das? Das muckt Schallini. Das habe ich anders geschrieben. Jung, warte, das kriegen wir sofort hin. Wieso muckt das denn so? Das ist ja vollkommen verkehrt. Wieso? Ich habe das in Deutsch geschrieben. Wieso schreibt ihr das da so hin? Sagt mir das mal jemand. Guten Morgen. Macht mal Ausrufungszeichen Hello Fresh. Warte mal. Hello Fresh. Ja, so soll das sein. Lang Toe, aber nie ins Gesicht. Kennst du das? Aber wieso kommt das da? Verstehe ich nie. Na, ist egal. So, guten Baum zusammen. So, nur so war da, ne? Wenn wir das Feld fertig haben, bestellen wir uns mal was zu essen, würde ich sagen. Oder? Ja, man muss wieder. Devin Mario, guten Tag. So, ich muss erstmal bis dann den Bolzen. Ja, muck auch, ne? Komm weiter am Video. Ich freue mich, dich zu sehen, du Chef. Ich hoffe, mich fuhr so nicht durch. Sonst denkt die noch, ich habe einen Lünden an dem Marmel. Der Link zu deinem Discord ist leider abgelaufen. Ach, hör auf. So langsam kriege ich aber echt ein paar Stresspusteln hier. Warte, klären wir gleich. Ich habe den aber doch mit nie ablaufen war. Ja, hier, er kann das. Warte mal. Wieso ist der Link abgelaufen? Nee, der ist nicht abgelaufen. Der läuft. Habe ich gerade draufgeklickt, habe ich da. Habe ich da draufgeklickt, habe ich das. Connection. So, ich glaube, wir müssen aber hier nochmal. Das kriege ich nicht ganz hin. Auch wegen so ein paar Tüffelns, ne? Wie viel haben wir denn noch? Ich glaube, das reicht sogar. Dann bauen wir erstmal schön den Hof um. Gnomi ist ja da, ne? Gnomi, ich wollte heute den Hof umbauen. Ich hoffe, das ist für dich okay. Ja, das reicht. Allerbest. Allerbest, Leute. So, wir müssen ja auch wieder in den Chat mal ein bisschen runter scrollen. Habt ihr jemand was gesagt? Ja, ne? Moin Moin, toll, jetzt bin ich auch. Jetzt kann ich nicht dabei sein. Wenn das mein Chef sieht. Ey, B.O., alles gut, du. Was? Immer arbeiten, immer arbeiten. Aber wann wer dein Chef ist, ne? Null Game, moin. Der Junge hat alles
voll gepflanzt und beim Roden hat er das Ganze aber platt gefahren. Nee, und das wollte ich ja nicht. Deswegen habe ich Vorgewende das erstmal gelassen. Ne? Da habe ich ja schon. Ne? Wenn ich auf den Lenk gehe, steht der Einladung abgelaufen. Könnte jemand helfen? Könnt ihr mal gucken, Leute? Weil der Link ist eigentlich nicht abgelaufen. Testet mal bitte, ist der Link abgelaufen? Muss ich schon wieder einen neuen machen? Das geht mir ja so langsam mal ein bisschen auf den Senkel, ne? Na, ich habe ja so einen permanenten da in die reingeknüppelt. Ne, ist abgelaufen. Mann. Einmal hier. Die Leute einladen. Einladungsding läuft ab. Nie. Also nie und kein Limit. Kopieren. Machen wir es erstmal so. Dann gehen wir auf Stream Elements. Dann gehen wir auf Commands. Dann gehen wir auf DC. Zack. So, V, Save. Nun muss das laufen. Machen wir nochmal. Mama, drück's nochmal rauf da. Also es ist ja nicht so, dass ich keine Ahnung habe. Ne? Läuft. Sehr schön. Weil das ja eigentlich der gleiche Link ist, wie vorher auch gepostet worden ist. Naja, versteht man halt nicht, ne? Letzte Bahn. Letzte Bahn. Dann haben wir unsere ersten Kartoffeln. Bin mal gespannt, wie viel wir hier rauskriegen. Ich will das ja eigentlich in Kisten abladen, ne? Also direkt in Kisten. Das sollen die ersten Kartoffeln werden. Das werden irgendwelche komischen für Pommes oder sowas. Nichts Besonderes. Das Knirschen. Schönen guten Tag. Was ist da passiert? Ach hier. Vielen Dank für den Follow. FCEA24PS5PC. Ich hab da auch keine Ahnung. FCA24PS5PC. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sag mal. Moin, Mike. So, dann fahren wir den schon mal los, weil wir sind eigentlich fertig. Normale Pommes hier für ein Dorfimbiss. Die machen die mal ein bisschen größer, ne? So, wie Mucki das jetzt nur am besten? Ich will ja jetzt nicht ganz außen rum fahren. Oh, wir machen einen Trick. Wir machen Trick 17. Ich glaube, das werde ich sowieso machen. Ich werde mir hier vorne einen kleinen Weg reinbauen. Damit ich ein bisschen Abkürzung habe. Ja, den Diesel wird knapp. Oh, den wird echt knapp, ne?
Deswegen VW hier auch längs. Das schaffe ich aber auch noch. Wir haben Reserve. So, dann fahren wir nämlich hier. Ich hatte überlegt, ob ich hier generell so einen Weg rüber mache. Hier wird ja eh nur Gras sein. Und aber bespare ich mir einiges an Kilometer. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, was ich hier überhaupt gesät habe. Aber ich finde das macht schon ein bisschen Spaß, ey. Irgendwann kommen ja auch noch mal Rüben rein, weil wir ja auch noch Schweine haben da. Die Karte wird hier maximal ausgelastet. Also ich habe es auch noch nie gehabt, dass mein Schlepper irgendwie ausgegangen ist, ne? Guck mal, ich wollte nämlich mal hier da reinfahren. Und die Halle machen wir hier weg. Dann werden wir hier vorne nämlich sowas noch wie einen Chipgutplatz hinstellen. Weil die Halle ist mir einfach zu groß. Da kommt schön was Altes hin. Hier nehmen wir die nämlich weg und fahren dann nämlich den anderen Anhänger hier hin. So, ich tapp jetzt einfach mal. So, Allrad rein, der ist ja ein bisschen schwach auf der Brust. Okay, das funktioniert nicht. Nein, nicht Geld. Nein, da hatten wir dann letztes Mal schon drüber gesprochen, genommen. Ich möchte die eine Halle weg haben und dafür bauen wir die kleine Halle dahin. Ich glaube, da gibt es sogar noch Geld zurück. Der hier kommt wahrscheinlich auch wieder weg. Wir brauchen da was für anderes. Und wenn ich mir denn, dann muss ich mir wahrscheinlich einen 1455 holen, weil der bringt's einfach nicht. Der ist zwar ein schöner, aber der bringt's einfach nicht. Der schockt mich. Alter, hey, was? Das Knöllchen. Vielen Dank für den Sub. Den ersten. Vielen Dank. Welch eine Ehre. Spec Gero, moin sind der Alte. Guten Tag. Was ist da los? Diese. Achso, nee, das hatten wir ja schon. Entschuldigung. Guck mal, das kann nicht angehen. Den wollen wir hier ein. Das ist schon länger her, aber wie ist dein Nachbarn mit dem Feuerschein? Boah, das ist ja ultra lange her. Die da hinten wohnen. Die hier im Baubaugebiet. Das war, was war, vor 2 Jahren oder 3 Jahren? Da wurde soweit alles wieder gemacht. Wie ich das von meinen Nachbarn mitbekommen habe, ja, also die wohnen da wieder. Das ist alles schon wieder renoviert, saniert.
man das auch anders machen vom Text her, dass das mein originaler Text da ist? Das will ich jetzt nochmal wissen. Das geht mir irgendwie ein bisschen auf. Guck mal, den Timers. Achso, Mist-Timer. Ah, hier. Yeah. So. Man muss ja auch. Ich habe ja keine Ahnung, ne? Also, da bin ich ja echt. C. Timers. Da. Und dann muss man das so machen: Saven. So, nu kommt das richtig. Ja, nee, jetzt habe ich ja meinen Text da reingedonnert. Ja, schön, Leute, das wird eine interessante Nummer. Ich sag's immer wieder. So. So, und jetzt tüdeln wir das erstmal hier so um, dass das schick aussieht. So, pass auf. Und zwar. Ach, hast du gestern auch was gemacht? Bist du auch da, boah, hello, fresh da? Guck mal, wenn ich den jetzt verkaufe, kriege ich 78.000 wieder. Und die Halle, die ich neu baue, kostet mich schlappe. ...55.000. Also, weg damit. Verkaufen. Ja, machen wir so. So. Das Geile ist, die passt eigentlich schon so ziemlich genau. Feiermodus. Rasterplatzierung an. Ist die jetzt im Raster platziert, so dass wir da auch abkippen können? Ja. Guck mal, perfekt. So. Gebäude, Hallen. War das nicht bei den Hallen? Ja, wollte ich auch. Oh, was ist das denn? Speichern wir mal ganz kurz. Da ist wohl irgendwas. Da müssen wir mal ganz kurz wohin gehen. Nee, ich habe das von dir eingefügt, Big Shogun, aber irgendwas ist da nicht ganz richtig. Guck mal, wie viel Mods ich habe. Das ist ekelhaft. Das kriegen wir ja eben schnell hin. Nein, nicht den 3er. Nein. Den 4er wollte ich haben. Modmäßig. Nein, nicht modmäßig. Das ist halt, wenn du so viel Kleintüdelkram hast, nicht? Ach so. Pöschen Dösbadelig ist er ja auch mal wieder, ne? Hofdübe und gelöt macht verdammt schnell. Ja, das ist das. Und ich bin ja so ein Hofgelöt-D.
Ding da. Das ist er, ne? Oh. Ach nee, können wir ja nicht nehmen. Hast du mir den jetzt schon geschickt? Ist das das, was funktioniert? Funktioniert dem? Brauche ich nur auswechseln, gut. Weiter zum Download. So. Ja, aber irgendwas wollte ich noch. Genau, ich wollte nämlich noch was mal gucken hier. Und zwar fand ich nämlich... wo gibt's diese Überdächer, Leute? Wo gibt's diese Überdächer? Achso, wir müssen ja so machen, ne? Oh Mann, du. Wisst ihr diese, die man da so rantüdelt? Brauche ich die eigentlich? Nee. Brauche ich das? Aber denn auch nur, wenn die so auf alt gemacht sind, ne? Die nicht unter Kategorien Hallen. Waren die nicht ziemlich am Anfang? Da. Die Frage. Ah, komm. Einfach mal mit rein. Man weiß ja nie, ne? Manchmal findet man das ja und dann ist es doch und dann ist es sowieso. Und ihr wisst ja sowieso, wie das ist. Dann machen wir heute Abend machen wir noch neue Texturen-Packs fertig. Das bedeutet, wir werden nicht wir, sondern ich für euch oder wen auch immer, der Bock drauf hat, nochmal ein paar, ich werde nochmal ein paar Sachen gefunden. Wisst ihr? Oh, lecker. Live? Was live? Willst du das umquatschen? Ja, so wie letztes Mal auch. Was hältst du davon? Also ich fummel ja nur mit Texturen rum. Mehr mache ich ja nicht. Ich nehme das, was da ist und wandle das so um, wie ich es haben möchte. Guck mal, jetzt wird hier auf dem Discord geflext mit dem Cerion 650. Keiner weiß, wo dem herkommt. Weiß gar nicht, das sieht gar nicht so schlecht aus, glaube ich. Ah, jetzt haben wir es auch echt gut gemacht. Ja, aber von wem denn? Also kann mir das mal. Also ich habe nur gehört Connections. Ich habe aber keine Connections. Also ich habe natürlich habe ich Connections. So. Sieht das besser aus. Ah, schön. Schön. Hier können wir schön die Sachen reinstapeln. So, nun müssen wir das nochmal. Ich wollte mir noch sowas bauen, wo du quasi die Kartoffeln hinkippen kannst. Jetzt habe ich ja überlegt. Wie ich so ein Überleger bin, weil manchmal musst du die ja auch einfach irgendwo hinkippen. Das habe ich mir überlegt, wir könnten ja hier einmal so einen Bereich machen, ne? So. Ja, ich bin der 96 auf DC. Ja, ich habe. Achso, du bist dem da. Ja, von wem denn? Sag das doch jetzt mal. Nein, brauchst du natürlich nicht. Weil der relativ ja schnell gemacht ist. Achso. Dem soll wohl. Ach so, ja, nee, denn lutt wir die Finger lieber davon. Wort wohl für die. Aber die sind viel zu groß dafür. Die sind eigentlich ganz cool. Sind auch in halb hoch, ne? Gab's denn die auch in klein? Ja, da ist er doch. Aber eigentlich sind die auch irgendwie ungeil.
Das ist ein bisschen zu much, oder? Wenn die da jetzt so ranknüppelt. Er hat halt Klaas Ivko. Ah, dann muss er ja irgendwie von Ivko sein, oder? Hätte Ivko nicht eigentlich gesagt, er macht das nicht mehr? Oder er will das Ivko nicht raus, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin da auch raus. Gibt es die Lego-Steine? Ich sag nicht, das gibt die Lego-Steine. Dann drehe ich jetzt wieder durch, ne? Aber ganz ehrlich, funktioniert nicht theoretisch auch das hier? Warte mal. Die hier? Oder noch geiler? Die hier? Oder kannst du da dann wirklich nur mal den da hinsetzen? Wobei, dann kann ich aber eigentlich auch hier das hier hinpflanzen, ne? Das würde ja noch fast besser passen hier. Wo ist sie denn? Das würde ja noch besser passen. Ja, ist okay, ich hab's ja verstanden. Ich hab's verstanden. So, dann machen wir das jetzt hier so. Landschaftsbaum, Bäume, Main. Dann machen wir da nämlich auch eine schöne... Fläche hin, wo wir auch... Ich glaube, so viel Fläche brauche ich gar nicht. Nun drehe ich schon wieder ein bisschen durch. Ist aber so, machen wir so, gehört so. Stehe ich da genau im Weg, ne? Guck mal, das ist doch schon mal, das ist doch schon mal ein Platz, wo man mitarbeiten kann, oder? Finde ich gut. Nee, ich glaube, das war's dann auch erstmal. Ich habe keine Idee, was wir hier hinten hin machen sollen. Weil da jetzt irgendwie noch eine Halle oder so hinzubauen, das ist einfach nur sinnfrei, oder? Räumige Agrar. Weil wir wollen ja den Träger noch tauschen, sonst gibt's nachher Ärger. Was man nachher noch machen kann, dann kommt einfach der Platz für leere Kisten hin. Ja, genau. Irgendwie sowas werden wir bauen. Dass wir hier für leere Kisten, diese Gitterboxen, die müssen wir ja auch noch alle besorgen und dann hier hin tüdeln. Brauchst du eine Außenstelle? Ja, hier kommt Kartoffelhof hin.
Also hier kommen so Kartoffeln hin. Die Anhänger, die können ja dahin schreiben. Dann wird dann nachher noch die Akkuliner und so, die werden dann irgendwo hier stehen. Und dann brauchen wir nachher noch so einen Schuppen, wo die Kisten aber unter, sag mal, der ist ja eigentlich ganz cool. Also wenn, dann ist ja eigentlich der ganz geil. Der Schuppen hier. Rasterplatzierung aus. Also den könnte man nachher hier noch so irgendwie hintüdeln. Aber das machen wir erst dann, wenn das soweit ist. Oder? Was sagt ihr? Ja. Weil dann wissen wir nachher, wo wir die ganzen Flächen hin sollen. Aber das finde ich jetzt erstmal ganz cool hier mit dem Stand. Finde ich sehr gut. Jetzt können wir natürlich noch gucken. F5. Ja, hat auch eine Collie. Also von daher, also eine riesige Collie. Aber naja, das ist ja egal. Aber ich glaube, also der muss weg, Leute. Der bringt nichts, weil der hat einfach keine Power. Mit dem kann ich nichts machen. Ich kriege 22.000 wieder zurück. Das geht nämlich niemals. Moin Barsch. Das genehmigt mir Gnomi niemals im Leben. Was mit so einem hier? Ist aber auch wieder schwierig denn, ne? Der hat Leitung. Leistung, meinst du? Guck mal, der ist ja echt hier. Das ist ein Schnabber, ne? Wer zahlt denn da noch 108.000 für? Leute, machen wir mal einen Begriff. Ich würde den gern den behalten, ne? Aber der hat einfach nichts. Der funktioniert gar nicht. Teuer. Viel zu teuer. Siebzigtausend, viel zu teuer.
Noch ein Fan? Du hast schon zwei. Was anderes muss ja. 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 48.000. 130 PS? Oh, 48. Was mit dem? Höre ich nicht. Was mit dem? Also eigentlich nur hauptsächlich zum Fahren, ne? Ziehen, Sachen ziehen. Der hat automatisch Fronthydraulik, kann das angehen? Eigentlich brauche ich keine Fronthydraulik. Eigentlich nur zum Ziehen. Also Anhänger ziehen, Getreidewagen ziehen, auch keine Fronthydraulik. Aber der würde vom Preis her gehen, 48.000. Kann auch ein Schalter sein, das ist völlig okay. Da reicht 130 PS bei deinen. Ja, tut's eben nicht. Der hat 125 PS. Und so flach ist das hier gar nicht. Der geht auf jeden Fall weg. Da wollen wir uns jetzt nicht länger mit rumärgern. Weil ich spiele mit Rea. Also mit also das ist alles auf FR. Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Und da hatte ich, mit dem hatte ich schon Probleme, wirklich. Naja, oh der steht jetzt ein bisschen dölzbaddelig, aber das ist halt so. Den fahren wir jetzt erstmal auf den Hof. Der Halle passt jetzt, ja, allerbest, danke dir. Ja, wir gucken mal. Was ist denn das hier für eine Lenkung jetzt auf einmal? Ich danke dir. Du hast mir doch das Ding noch geschickt. Oh. Weil eigentlich wäre der hier cool gewesen, aber der hat echt Probleme hier die Anhänger vom Feld zu holen. Ja, die Habemühle hast ja gesehen mit meinem Dreckgedöns da, ne? Ja, das war ja nichts. Oh, weiß. Was ist denn jetzt hier los? Warum ist denn jetzt hier die Lenkung so leicht? Ist ja gar kein Widerstand mehr dran. Oh Mann, oh. Dachte, der Schlepper hier, das war eine Fehlinvestition. Ich glaube, dann gehe ich auf den MF. Der hat zwar kein IC, aber das ist ja eh egal. Ja. Geil, aber im oberen Bereich so einen Anhängers hast du ja meistens nicht Schmutz. Du hast ja meistens den Schmutz erst dann, wenn das von den Reifen, also am besten an der Front einmal so in dem Reifenbereich, dass es da so hoch geht, in der Mitte eher weniger. Und da, wo der Radkasten ist, so dahinter, da werden die Anhänger ja meistens schmutzig. Ich weiß, das ist jetzt auf ganz
ganz, ganz hohem Niveau. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, ne? Also. Was ist hier jetzt los? Was hast du jetzt für Probleme, du Tüdelmaus hier? Jetzt gehst du wieder, oder was? Ja, geil wieder. So, der muss weg. Jetzt holen wir erstmal noch unseren 800er nach Hause. Ich hoffe, das passt noch. Ja, wie gesagt, mir sind diese Anhänger zu groß. Ich habe da keinen, gerade zu diesem Anhänger habe ich null Bezug. Ich bin ja eher so mit den kleinen umgebauten Geschichten. Bei den großen kannst du es ja nicht machen. Frage ist, naja, erstmal brauchen wir ja den. Wir müssen ja nicht mal dann kaufen. Vielleicht haben wir ja nochmal so einen Tag, wo wir ein Sonderangebot im Schlepperbereich finden. Wo wir vielleicht auch mal einen neueren kriegen, aber keinen John Deere. Ein John Deere kommt man nicht auf den Hof. Dann vielleicht meinetwegen MF oder so. Aber kein John Deere, nee. Dann haben wir jetzt wieder ein bisschen Plus gemacht. Wir brauchen aber, ich habe mich dazu entschieden, doch die anderen Anhänger zu holen. Weil die werden dann einfach immer da stehen auf dem Hof. Aber das gucken wir uns dann wirklich an, wenn das soweit ist. Nicht schon vorher kaufen, dann steht der ganze Kladderadatsch da rum. Nee, das möchte ich auch nicht. Achso, wir müssen den Teleskoplader da ja noch wegholen, ne? Soll der erstmal mit auf dem Hof? Oder lassen wir. Den können wir eigentlich auch bei uns hinstellen, ne? Den Lütten? Aber was soll der denn jetzt den ganzen Sommer da da hinten stehen? Guck mal, Leute, hier. Das Spiel weiß auch nicht, was es will, ne? Vorhin hat er noch hier orange geleuchtet. Hm? Warte mal, das ist hier. Ja, habe ich mir nämlich auch gedacht. Den holen wir uns hier mit auf dem Hof. Oh, Tank ist leer. Dann switchen wir jetzt einmal hier hin und dann holen wir uns den an den Hof. Weil wie gesagt, auf dem Kartoffelhof ist ja jetzt erstmal nichts. Dude Fox, Moinsens. Ich weiß, dass es so eigentlich nicht erlaubt ist, mit der Schaufel unten, dass man die hochhaben muss, aber das werde ich jetzt hier nicht machen. Das ist ja alles Landstraße, da fährt eh kein Polizeidienst, also von daher alles gut.
Dann holen wir uns den auch auf dem Hof, ja. Können wir den nämlich auch ganz gut nutzen zum Laden nachher und Abladen. Dann können wir gerade bei den Strohfahren, können wir dann immer hin und her gucken. Ja, ja, ja. Wollen wir nicht mal abhängen und anhängen. Ja, gerade. Ich bin gerade dabei. Achso, ich wollte mal ja eh noch Helder holen. Dude Fox, vielen Dank für den Follow. Ich habe mittlerweile schon, also gar nicht so viel. Ich habe mir nochmal 2 Wiesen gekauft. Zeige ich dir gleich am Hof, wenn das okay ist, ja. Und ich möchte mir noch die beiden, die 10 und die 11, bei der BGA, glaube ich, pachten. Da ist Getreide drauf, das wollen wir dieses Jahr dann noch mitnehmen. Weil das ist dann natürlich gut. Ich habe ein bisschen mehr Felder genommen, was Wiesen angeht. Da habe ich 1, 2 dazu. 2 dazu? Ja, 2 dazu genommen. An der Hauptstraße. Das eine Feld, da habe ich auch immer noch Grasschwaden sitzen, aber ich kann das Gras nicht mehr gebrauchen. Deswegen am besten ist ja pressen und verkaufen die Bäume, würde ich fast sagen. Die Frage ist, lohnt sich der Dieselaufwand dafür, das zu verkaufen? Was ein schönes Feld, oder? Da freue ich mich schon drauf. Das wird bestimmt ein richtig guter Ertrag. Könnte man ja mal kurz anhalten, ne? Und gucken, was da ertragstechnisch denn so ist. Mal kurz. Oh, pH-Werte sind nicht alles gut. Aber Mensch, erwarteter Ertrag. Ja, pH-Wert ist noch nicht so gut, ne? Aber 14. Geht doch. Wir werden sehen, ne? Oh, hier sieht es schon besser aus. Das ist Gerste. 15 Tonnen pro Hektar, das wäre schon. Ja, aber ich kann keine Silage beim machen, weil ich keinen Wickler habe. Irgendwann wäre das mal eine coole Idee. Ich hoffe ja auch, dass meine Tiere sich langsam mal anfangen zu vermehren. Dass wir mal ein bisschen Spaß miteinander haben. Nee, so weit muck wir hier nicht. Wir haben keine Nachbarn hier. Das geht nicht. Nee. Dann krieg ich Ärger hier mit Gnomi. Wenn der sieht, dass ich mir da irgendwas leihe oder so. Ich kriege auch keinen Vorführer, weil der, wenn der auf den Hof kommt, der wird sagen, hier, was willst du mit dem Vorführer? Dafür bin ich nicht. Dafür habe ich nicht die Beinleistung. Vielleicht irgendwann mal so ein Beinwickler hier für die Gabel vorne dran. Das wäre nochmal interessant, aber mal gucken. Achtung, Panik. Achtung, Leute, Panik. Der Timmy ist da. Schönen guten Tag, Herr Timmy. So, wunderbar. Dann werden wir jetzt erstmal die Schaufel, die packen wir jetzt erstmal hier vorne hin. Ist ja auch für den Frontlader, also können wir die auch mit dem 300er nehmen. Sollte eigentlich auch passen. Allerbest. Dann haben wir ja hier die Gabel, die lassen wir auch erstmal dran, weil ich nicht weiß, wofür ich den nutzen werde. Aber wir stellen ihn erstmal hier mit rein, würde ich sagen. Mit dem können wir ja aber auch. Der ist ja so klein, so fein. Jetzt
stellen wir hier rein? Guckt euch das an, wie das hier reinpassen tun tut. Schön. So. Ich meine sogar, ich könnte wieder ein bisschen Geld machen, indem ich hier ein bisschen Milch verkaufe. Das sind 9000 Liter. Was hat der hier für ein Fassungsvermögen? Magst du mir in die Felder? Ach ja, genau. Was kommt da? Leukanten 09. Vielen Dank für den Follow. So. Also, wir haben ja die 33, die 53 sind altbekannt, die 55 und 56. Die 6 haben wir jetzt von Visa auf Kartoffel umgeswitcht. Dann haben wir noch die 39 und die 38. Die 13 ist ja da. Und wenn man jetzt mal Gerste und Weizen auffüllt, also wir haben ja 1, 2 Felder zum Dreschen, dann kommt die dritte. Und dann wollte ich die 10 und die 11 noch damit zunehmen. Die beiden. Die werden wir dann aber erst nehmen, wenn das so weit ist. Nicht? Also von daher, die sind alle noch gut im Wachstum. Hier sind wir schon bald durch. Ja, das ist ja auch Weizen. Das wird eine schicke Sache. Das heißt, im Mai sind wir jetzt im Prinzip so weit durch, dass wir jetzt die Treckerfrage einmal klären können. Guck mal, Mist können wir auch wieder aufschaufeln. Wird sie auch langsam. Das ist ja schon ordentlich. Ja, ich habe muss auch mal ein bisschen hier rein kardaschen. Ja? Der muss auch seine Stunden runterreißen. Den Roland, den behalten wir ja noch. Das ist ja zum Getreide abfahren. Dann haben wir den Wagen noch ins Getreide. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Den Wagen haben wir als Getreidewagen. Dann haben wir den noch dazu. Ja, man muss auch einmal mal gucken. Ne? Da komme ich ja nun auch nicht weit mit meinen Kartoffeln. Der bricht ja zusammen darunter. Deswegen hier haben wir ein schönes Silo gefahren. Die BGA. Und da das Silo. So sieht's aus. Das ist der Stand der Dinge. Kurz was kicken. Ja, da mache ich. Gucke ich mir nachher mal an, falls du da bist. Was mir geschrieben worden ist. So, ja. Deswegen wollen wir jetzt. Aber welchen. Wir müssen uns erstmal gucken. Wir kriegen für den 122. Nehmen wir gleich einen MR-fähigen. Also nehmen wir gleich einen, der MR fertig ist, weil der kommt weg. Ja, ja, wer Junge, hier muss investiert werden. Wäre natürlich auch schön, so ein 400er, ne? Oh. Nee, zur Tür. Das geht nie. Schade, aber das wäre so ein... Das ist nachher auch so einer, den könnte man nachher zum Maishäcksel mitnehmen. Der ist zu teuer. Das geht nicht. Den 300er LSA-Mod, weiß ich nicht, den... Weiß ich nicht, ich weiß nicht, irgendwie ist der mir nicht gelungen genug. Außerdem hat der keine Leistung. Das könnte man noch machen. Der sieht natürlich richtig schnieke aus. Emilie, vielen Dank für den Follow. Danke, danke, danke. Der hat 125 PS. Ist ein kleiner. Aber ich habe gehört, ich soll mir nicht noch einen Fendt holen. MW fragt, nein, nein, brauche ich gar nicht anfangen. Also im Prinzip, oh, so ein Renault, der kostet ja nichts, ne? 100 PS? Du kannst auf 135, aber wer will den, nee, komm. Aber dem Renault? Guck dir das mal an, du.
Mit dick Puschen drauf. Ist schon eine Maschinski, ne? Front Attacher, was ran? Lenkerknauf, Elektronik, ja. Ein SMV muss auch mit dabei? Nein, muss natürlich nicht. Nee. Renault. Ja. Oh, wenn ich das hab, wenn der hier so ein richtiges Maul hinten rankriegt, ne? Wie unser Ford. Dann bin ich ja hier zu Hus, ne? Boah, geil, du. 78,10, du. Dann geht das aber richtig rund. Jannis Riggert. Haut das einfach so raus. Den Fan Forme, sagt er. Jannis, den habe ich ja. Aber ich darf nicht noch einen nehmen. Jannis. Guck mal. Wo ist denn der? Den hatte ich doch schon irgendwo, oder? Ja, das ist der neue. Ich glaube, hier gibt es ein leichtes Problem. Der wäre auch nicht schlecht. Ne. Zick, moinsens. Was ist das denn? Pyrrha. Der sieht aber geil aus. 150 PS. Ist richtig. Was geht mit dem weg hier? Der zieht bestimmt was weg. Hätte was. Nee, komm, jetzt hört mal auf. Wir wollen jetzt richtig arbeiten. Also im Prinzip wäre das hier der, wo ich sagen würde, ja. Der Muffy. Ist er rot, hat er Schrot. Und dem hat er auch Schrot. Mal den als 130 mit dicke Puschen. Mirko, stolz auf dich. Was denn? Ja, ich merk schon. Es soll hier schnell gehen und nicht so lange rumtüdeln. Was ist das denn? Autotronic. Front, Logo. Oh, die Idle-Farbe. Aber wir machen den ein bisschen schwadder, oder was? Finde ich gut. Den machen wir so. Kennzeichen. 115. Hinten und vorne. Los. Kopf den Kram. Kaufen. 48.000. Das müsste passen. So. Ich glaube, der nimmt zwar den Wagen komplett auseinander. Ich hoffe, dass der Ding jedenfalls funktioniert mit dem ganzen anderen Getüdel. So, dann fahren wir uns mal den Case nach Hause und dann noch bestellen wir mal ein bisschen was zu essen, nicht? Das finde ich gut. Fahren wir den erstmal nach weg hier. Dauert mir ja nun late, aber... Marcel Ferguson und Fan passt ja auch ein bisschen besser zusammen, ne?
Nomi hat das nicht gesehen. Massenfehler ab. Sag mal. Junge, auf den bin ich früher auch gefahren. Ich fand die eigentlich ganz gut. Hand und Mädchen-Fan. Fix. Sag mal, was ist denn mit euch los? Ja, ich hätte den ja gern behalten hier, aber der ist nicht so, wie er sein soll. Ich weiß auch nicht, was der andere für einen Sound hat. Wahrscheinlich kein besonders guten. Ich glaube, das Schnibbel-Modding da ja auch noch mal ein bisschen eininvestiert an Zeit. Naja, ich kriege jetzt 22.000 wieder. Nee, sogar noch ein bisschen mehr, weil ich ihn ja zurückbringe. Und wir haben eine Halle gebaut. Und noch ein bisschen Platz. Und du musst ja diesen ganzen, die Halle und das auch noch alles wegrechnen. Oh, ist er denn neu? Hat er schon geliefert, du. Schicki, schicki, lucky. Aber ihr wisst ja, der ist ja niemals neu, ne? Der ist ja auch gebraucht bei mir. Verkaufen. Ne? Als wenn der so schrecklich ankommen würde. Niemals im Leben, Leute. Machen wir auch nicht gleich so richtig heftig, aber so ein bisschen. Oh ne. So, was haben wir denn hier an Gruppen? Vier Gruppen. Vier Gänge. Warum habe ich keine sechs Gänge? Na, jetzt stopp. Da müssen wir auch erstmal hier das alles wieder einstellen, ne? Brauche ich noch irgendwas mit Anhänger oder so? So kann ich nicht hier auch irgendwie. Zwar noch mit Mauskontrolle, ne? So war das. Na los. Egal. Mal richtig schierer Schlepper. Mal ein bisschen Alarm mit den dicken Busen. Ja, den gefällt mir. Da ziehen wir nachher die ganzen Kartoffeldinger vom Acker, weil der hat ja auch richtig Gewicht auch noch, was da ist. Das Eisenschwein. Können wir eigentlich schon mal gleich vorbereiten hier für Getreide, ne? Ich glaube, mit dem sollte ich auch, der ist auch noch so wendig, wie Wendy. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, dass wir da mit den Anhängern um die Ecke kommen. Mal gucken.
Oh, der lässt sich aber gut fahren hier, so von Schaltung und so. Gucken, wie das ist, wenn der Gewicht dran ist. Das wäre auch echt einer zum Mais abfahren, ne? Der hat hier hinten bloß so viel. Deswegen ist die Scheibe auch darunter, ne? Ja. Oh. Ja, IC-Steuerung wäre echt schier. Den haben auch richtig Schraub, weil dem ist rot, ne? Ach so, deswegen Mirko wäre stolz. Nein, nun bin ich bei dir. Smoker, ne? Wo stellen wir den hier rein? Oh, wenn das meine Frau wieder mitkriegt. Und wieder einen neuen Schlepper. Der hier? Der ist öffentlich, ja. Auf dem Motor. Ja, 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 für euch, für mich nicht. Ich habe das Vertex IC. Ich glaube, ich habe Langeweile. Hier, geiler Schlepper. Finde ich richtig schier. So. So, Leute, nun wollen wir das mal machen, ne? Also, pass auf. Muss ich da jetzt irgendwas reinmachen? Aber wir gehen jetzt einmal in den... Wir machen mal hier Pause. Ne, wir können das ja ruhig weiterlaufen lassen. Das dauert ja ein bisschen, ne? Aber jetzt machen wir mal Folgendes. Wir gehen woanders hin. Und zwar... Wie schon gesagt, wir haben, also ich wurde, hatte ja so einen Partner, das ist zur Unterstützung von meinem Getüdel da. So, und dann gehen wir auch hier hin. Ihr habt es auch schon bei Werner gesehen, der wurde auch angefragt. Der Backkopf funktioniert nicht mehr. Natürlich funktioniert er noch. Ich darf mir jetzt hier noch was aussuchen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe das nicht gemacht. Kostenlose Lieferung. HelloFresh. Ihr kennt HelloFresh. Ihr könnt da Sachen bestellen. Also Gerichte, die euch dann portioniert zugesendet werden. Am Anfang, wenn ihr da ankommt, also ihr kommt da rein auf diese Seite und dann fragt er erstmal, wie viele Leute seid ihr? Und wie viele Gerichte habt ihr da? Und dann baut, also könnt ihr das angehen, 1, 2, 3, 4, 5 und 1, 2, 3, 4, 5 Gerichte. So, und je nachdem, was ihr anklickt, baut ihr euch eine Box zusammen. Dann müsst ihr erst alles anklicken, eure Zahlung eingeben und so. Und danach könnt ihr euch das aussuchen. Okidoki. Ja, cool. Danke, Leute. Ey, ihr seid echt geil. So, meine Lieferung. Ich hätte zum Beispiel eine Belieferung, weil ich das natürlich alles schon gemacht habe und könnte mir dann das jetzt aufnehmen. Also, man meldet sich da an, dann kommt man hier hin. Meine Lieferung. Erste Schritte. Geschenkgutscheine, wenn ihr da was bekommen habt, ne, könnt ihr das da auch machen. Viele sind ja schon dabei, auch in meinem Bekanntenkreis. So, und dann fangen wir mal. Genau, so. Ne? Ist das das? Ja, von Schnibbelmodding. Game. So, Bestellung bearbeiten. Gerichte ändern. Also. Wir nehmen erstmal alles raus. Erstmal alles raus, was da ist. Und dann kann ich mir jetzt irgendwie ja fünf Gerichte? Ja, richtig? Ja, gut. Also, was gibt's denn alles? Alle Gerichte? Das sind alle. Alles, was es gibt. Aufwand und Zeit sparen. Das ist immer cool. Burritos mit Hackfleisch. Wie geil ist das denn? Schweinesüß-sauer. Mildes Hähnchenkörn in Kräuterreis. Schupfnudeln mit Portobello-Rahmsoße. Leco Mio. Hähnchenbrust im Flammen. Nee, da bin ich raus. Rauchige Chorizo-Kartoffelpfanne mit Paprika. Oh, kann ich alles bestellen.
Also, nee, das nicht. Mit Mozzarella ist nicht so. Honig, Senf, Hähnchensalat mit Avocado bin ich auch raus. Also diese Burrito-Gedöns ist eigentlich ganz geil. Schweinefilet, süßer. Was gibt's denn noch? Vegetarisch gibt's auch. Creme Tortellini mit Ricotta-Füllung. Das könnte man mal machen. Oder? Ja, guck mal hier. Kannst du Geschnetzeltes hinzupucken. Wie geil ist das denn? Linsen auf. Porree, Spätzle, Pfanne mit Schmelzzwiebeln. Zucchini, Kartoffelsuppe. Ja, da wäre ich auch dabei. Schupfnudeln. Ja, nee, doch, doch. Das sieht ja geil aus. Kann man das auch anklicken? Ach, guck mal hier. Als wenn das so mal jemals bei euch oder bei mir aussehen würde. Bin ich ja ganz ehrlich. Gesamtzeit 15 Minuten. Guck mal hier, da steht das alles drin, wenn du zu Hause hast, du Zahn, Pfeffer. Ja, das hat man immer standardmäßig. Oh, guck mal hier, sogar mit Anleitung, oder was? Damit du weißt, was du machen musst. Wie geil ist das denn? Würfelsalat. Fünf weitere Mahlzeiten. Also ich darf fünf Mahlzeiten anklicken. Vegan. Meine Frau ist nicht mal vegan. Porree, Spätzle, Pfanne mit Schmelzzwiebeln. Blumenkohl, Curry mit Zitronenreis. Familienfreundlich, das hört sich doch gut an. Guck mal, Hähnchencurry. Ich glaube, das machen wir mal. Also dieses Hähnchencurry auf jeden Fall. Da habe ich Bock. Ist das mit Ananas? In Sahnesoße. Mit Karottenreis und grünen Bohnen. Da bin ich dabei. Das machen wir. Hinzufügen. Vier Portionen. Ja, für meine Kinder und mich. Und meine Frau. Gyros mit griechischem Reis. Ich glaube, da sind die Kinder nicht so dabei. Oh, das Zapf-Weichwurst mit Dirn im Dirndl. Was ist das denn? Aber es ist Weichwurst. Mag ich nicht. Cremiges Seelachs-Frikakessen. Nee. Ideen? Cremetortelli mit Ricotta-Füllung. Buntes Ofengemüse. Backfisch. Ich will jetzt auch mal was nehmen, was ich sonst nicht esse. Paw Patrol? Was ist das denn? Oh nein! Aber das sieht schon geil aus, Leute, oder? Oder was sagt ihr? Oh, da hätte ich ja schon Bock zu. Ja, komm, das machen wir. Oder Chase Tomate Rigatoni mit Powerhackfleisch. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall. Hinzufügen. Klimaheld? Buntes Ofengemüse. Porree, Spätzle. Nee, wir bleiben bei familienfreundlich. Für uns ist familienfreundlich ganz cool. Das können alle ganz cool essen. Das ist hier für jeden eine Portion quasi dazu. Mädelshündchen Express, denn da Lachs Special, das essen die Kinder nicht so gerne. Die Tortellini würden sie auch nicht so essen. Kriegt man das denn auch so hingekocht? Hat das jemand schon mal von euch Erfahrung gehabt da drinne? Ja? Tirol. Marco, Moinsens. Soll ich alle Modelle oder auch nur das, was du... Ja, wenn, dann ist natürlich alles cool, weil dann können wir das ja auch irgendwie da bei am Discord da reinknüppeln oder nicht. Geht das? Kann man das machen? Ja, ne? Für Feinschmecker. Käsiger Teriyaki-Burger mit scharfer Mayo. Ey, sind das alles die Sachen? Kann man sich jetzt alles da aussuchen oder was? Komm, wir nehmen auch was nettes. Klimaheld. Was ist denn Klimaheld? Porree, Spätzle.
Baby Geräuchertofu. Boah. Tofu? Bin ich ja nicht so mein Ding, ne? Ich weiß auch gar nicht. Ich muss das dann ja wahrscheinlich auch kochen, ne? Ach komm, ich mache einmal Burritos. Da ist meine Frau bestimmt Buttermilchdressing. Da ist meine Frau bestimmt super mit dabei. Die nehmen wir auch mit rein. Ich habe ja hier gleich volle Hütte reingemacht. Ne? Es ist auch immer so, dass ihr, wenn ihr es ab, ist ein Abo. Ihr habt dann jede Woche neu. Ihr könnt das aber auch sofort kündigen, das Abo, das ihr quasi nur einmal bestellt. Also bitte nur darauf achten. Aber ich glaube, wir werden das wirklich ausprobieren. Also das hört sich jetzt doof an, aber wir werden es machen, weil das einfach cool ist. Hallo, Servus, Volvo Tom. Weil ich finde die Gerichte irgendwie auch gerade richtig stark und das ist jetzt, wie sagen wir, Real Talk. Also den haben wir den noch nicht? Ey, da gibt's voll guten Kram. Hier, also Hähnchencurry, finde ich geil. Dann nehmen wir ja hier noch, wir haben ja jetzt alle Gerichte hier drauf, ich denke, ne? Familienfreundlich da. Denn hier, ja genau, das nehmen wir. Die Sachen da, diese Nudeln. Wildes Hähnchen, Curry, Reis. Du. Aber das habe ich ja, glaube ich, oben schon, ne? Porridge Spätzle mit Schmitz-Dinger, ne? Nee, da bin ich raus, da bin ich raus, da bin ich raus. Mein also, cremiges Seewachsfilet mit Karotten, das sieht auch geil aus. Guck mal, seht ihr das, wo mein Stuhl immer runter geht? Kriminis Seelachs Frikassee mit Ka. Ey, das sind aber auch. Alter, das werden die Kinder nicht essen, das weiß ich jetzt schon. Zucchini Kartoffelcremesuppe. Was gibt's denn noch hier alles? Für Feinschmecker Rezept ohne? Was heißt Rezept ohne? Die kein Weizen bzw. keine Milch enthalten. Ach krass. Geiler Mist, ey. Guck mal, wenn ich. Aber ich vor. Alter! Moinsens, AGV Mecklenburg. Vielen Dank für den Raid. Müssen wir mal kurz was zu essen bestellen. Smoky, also vielen Dank. Die Speed SN. Moinsens. Moinsens, Alter. Gurkenkönig. An Gurken muss ich immer. Warte, warte, ich muss mal kurz gucken. Was ist das denn? Mit Spinat? Sollen meine Kinder auch essen, ne? Was ist das hier? Schweinefilet, Aprikosensoße. Ach komm, die Cheeseburger nehmen wir noch mit hinzu. Nehmen wir den Cheeseburger noch mit zu uns? Machen wir zweimal Burger? Ja, komm, hinzu damit. Paw Patrol, das kriege ich richtig gut hin. So eine Mahlzeit haben wir noch. Eine Mahlzeit. Einmal was Gesundes. So richtig was Gesundes. Schaut irgendwie alles genial aus. Ja, deswegen. Mal gucken, ob ich das auch so genial hinkriege. Ich weiß nicht, ob ich das on-stream kochen werde. Hähnchen, Honig-Senf, Hähnchensalat mit Avocado. Ist auch sowas eher so wie für Mama und Papa. Aber ganz ehrlich, ich werde das probieren, weil ich will mich ja auch ein bisschen. So, den haben wir auch noch. Das haben wir. Weitermachen? Weitermachen. Unser Bestseller da. Ey, wo kommt die denn jetzt für? Gratis, Dessert, ein Leben lang. Neuheiten, Deal der Woche. Ach, das kann man jetzt auch noch dazu, oder was? Ich wollte ja auch ein bisschen verkaufen, ne? Die Frage ist, mache ich noch was dazu? Nee, 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 nee. Aber guck mal, was du da. Alter, du kannst eine Hüttensalami. Pizza, Fleischkäse. Och, geil. Warum mal 90 Gramm? Warm oder kalt? Da bin ich ja bei eigentlich, ne? Power Snack Selection zum Teil. Fruchtiges Energiebündel. Obstvielfalt. Ey, da. Kinderecke. Ja, Kinderecke. Frühstücksbox für die Kleinen.
Oh, das ist aber auch nicht schlecht hier. Wollen wir das mal so für meine Kinder was mitnehmen? Bärenstarke Lunchbox. Bäm. Ringbrot mit selbstgemachtem Paprika-Dip. Das kann auch ganz geil sein. Oh, Datteln und Speckmantel, da ist meine Frau dabei. Suppen. Ach, die sind alle auch schon fertig, oder was? Basilikumsuppe. Schnell ist zum Mittag. Oh, guckt euch das mal an. Oh, da qualmt mir das ja jetzt schon im Mund zusammen. Ach komm, das nehmen wir mit. Da habe ich jetzt Bock drauf. So, jetzt ist es auch gut, sonst kostet das nachher zu viel. Ich muss das ja auch irgendwie so vertreten. Ne? Geräucherter Speck, Desserts, Cheesecake, Beeren, saftige Schokomuffins. Ich dachte, das wären jetzt nur die Gerichte. Hier Backwaren gibt's auch noch dazu. Richtig. Hier, 4x90 Gramm Ofen fertig backen, Serviervorschlag. 4 Portionen, Stockbrot. Knuspriges Ringbrot, Ciabatta-Brot, Brotbackmischung, Bio-Waffeln, Snackbuffet. Oi, lecker. Oh, das darf meine Frau gar nicht sehen. Also. Oh, Spare Ribs. Grillhaxe. Das ist Ausfall. Mariniertes Hähnchen, geschnetzeltes. Och, das kannst du dir einfach so damit zuknatschen. Rezeptkartenhalter. Hello Fresh. Rezeptkartenordner zum praktischen Aufbau deiner wöchentlichen Rezepte. Ja, das kann man natürlich auch machen, ne? Selbst gemacht. Baupflanzaktion. Jeder Beitrag zählt. Wollen wir uns öfters machen. Also das muss ich schon echt sagen. Das ist krass. Unser Bestseller. Achso, das ist dann. Achso, dann switcht man hier einmal. Gratis Dessert ein Leben lang. Wie gratis Dessert ein Leben lang? Was heißt das denn? Ist das immer gratis? Auswahl ist krass. Ja. Hier unten. Achso, hat natürlich auch alles einen Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte. Guck mal hier, ich habe hier, seht ihr diesen HelloFresh-Button? Also, ich sag mal so, wenn wir das hinkriegen, dass da wirklich 40 Leute bestellen, dann ist mein Joystick da. Dann kann ich mir den holen, theoretisch. Und ihr habt was davon. Ich glaube, für die ersten Besteller habt ihr wirklich bis zu 120 Euro Rabatt. Also ich zahle da, wo ich auch nur. Ich mache ja auch Erstbestellung. Und ich zahle für 5 Gerichte, für 4 Personen irgendwas mit 52 Euro beim ersten Mal. Ne? Welcher Joystick, Tirol Marco? Diesen Fahrhebel, den ich haben möchte. Ich mache das jetzt erstmal hier fertig. Also das wird jetzt eine Woche leiden. Wenn ihr Bock habt, macht das über den Link. Würde mich drüber freuen. Richtig cool. Ich bestelle das mal und dann packen wir uns den ganzen Kram auch aus. Ich weiß nicht, ob ich das hier mache oder unten in der Küche. Kann man ja nochmal abstimmen. Will ich auch. Wie willst du auch? Der kostet 800 Euro. Tirol Marco, das ist ein Fahrhebel. Das ist ein SCR vom Fenton Fahrhebel. Den hat der umgebaut, dass ich den hier reinbauen kann. Ja und? Ja, kostet 800 Euro. Ich bestätige die Bestellung jetzt. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht irgendwie meine... Doch, krass. Freitag, 8 bis 18 Uhr. Können wir erst abends machen. Hier, bestätige ich 57 Euro. Krass, oder? Das geht. Wir geben mehr aus für die Gerichte. Definitiv geben wir mehr aus. Okay, wir haben jetzt einen Gutschein von 37, liegt nach halber 90 Euro. Und ich habe ja noch die Nudeln noch einmal dazu genommen. Nochmal, ja und? Ja. Ja und, ja. Ja, für dich ist es sehr und. Ja, das ist hier auf dem Discord von SVR.
Da sind schon ein paar Leute. Und da... Das ist mein Traum. Dafür spare ich. Dafür habe ich auch... Habe ich den Button eigentlich gerade drin? Nee, habe ich nicht. Game. Wir gehen mal wieder... Nee, wir gehen auf Chatting. Cool ein. So machen wir das, ne? Und da möchte ich das nämlich so haben. Und der hat den nämlich umgebaut. Den kannst du bei ihm kaufen. Ich habe auch schon mit ihm geschrieben. Du bekommst quasi... Oh Mann, du sollst ihn da öffnen. Diesen Joystick und diese Platine da unter, er baut das halt so um. Und mittlerweile ist es auch so, dass die Beleuchtung funktioniert. Also dementsprechend, du bekommst auch die gedruckte Platine damit, also die gedruckte Einbauhülse dafür mit zu, damit du den auch ordentlich einbauen kannst. Und das ist schon krass. Und das Ding funktioniert dann einwandfrei. Na toll. Jetzt kauft der dem sich. Ja, klar. Weiß gar nicht. Weiß gar nicht. Kannst du mir mal kurz schreiben? Moin, Sen. Hey, Yugi, moin. Was ist da los? Ich habe nur schon wieder geträumt. Ich habe hier auch Yugi für dich. Hello Fresh. Da musst du mal raufklicken. Da musst du mal einmachen. Ich glaube, ich mache den hier. Und Z. Den machen wir mal da hin. So. Ja, und da geht's den halt, ne? Den ich haben will. Ja, scheiße. Ich brauche Leute, die das da mitmachen. Ich weiß auch gar nicht jetzt ganz ehrlich, ob das überhaupt getrackt wird oder so. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich hoffe, ich mache das überhaupt alles richtig. So. Ja, ich habe auch gerade gesehen, Jogi, die haben echt geile Rezepte. Ich habe mal volles Programm genommen, 5 Rezepte für 4 Personen und habe mir noch so ein Fertigding damit genommen. So. Oh, guckt euch den an, ey. Ist das eine geile Kiste. So, jetzt können wir aber weitermachen. Theo und Marco, ich habe dir das geschrieben. Ja, oder da. So. Da musst du den anschreiben. Dann ist, glaube ich, der, den der noch hat. Weil der hat nicht so viele. Dann ist der, glaube ich, nämlich weg. Wollt kurz was machen? So, Infused Energy kommt auch vorbei. Wie geil ist das denn? Die hätte ich gern als Festpartner. Infused Energy. Aber das wird nicht funktionieren. So. Jetzt nochmal richtig hier. Die Frage ist, hier machen wir es ja. Ach, Infused Energy kennst du? Hast du auch, Yogi? Können wir die nicht einfach mal anschreiben? Oder hast du die schon mal angeschrieben? Ich glaube, der hat keinen Bock da drauf, ne?
Ich finde das Zeug richtig gut. Nee, ich meinte Cebu Player, so. Achso, ich dachte, ihr redet mit mir. So, wieso ist, was ist denn hier passiert? Habe ich da nicht fertig gemacht? Volvo Torben, vielen Dank für Follow. Ja, davon will ich ja weg, weil ich immer fetter werde. Leute, wir haben hier was vergessen. Nee, das habe ich extra gemacht, damit wir hier einen Weg haben, wo wir dann auch hinten hinfahren können. Das habe ich extra so gemacht. So, im Prinzip ist es jetzt eigentlich nur da. Wir können ihn gleich mal davor spannen vom Kahn. Und dann wollen wir Tiere füttern. Schön Maffi, du. Hey, ich trinke schon viel von diesem Zeug, leider. Und ich habe mir dieses Infused Energy schon mal geholt. Und das ist eigentlich ganz geil auf dieser Tee-Basis. Und ohne Scheiß, du bist ja echt wesentlich. Boah, komme ich da überhaupt rein mit dieser dicken Kiste? Ja. 130 PS davor packen. Ist okay, ist okay. Aber ich finde das einfach. Ich finde es besser. Und deswegen habe ich mir da jetzt wieder diesen Eistee im ganzen Kram und dann hast du diese Bottle da dazu. Finde ich cool. Ja, das. Den Renault, das ist doch den ich auch habe. Wo bist du denn, den Yogi? Oder ist das noch ein anderer? Ja, genau, und kein Zucker und ich glaube. Nee, dann ist das dem, also ich verstehe, ich habe verstanden. So, wollen wir mal gucken, ob wir hier das hinkriegen. Okay. Alter! Das gehört? Da reißt ja alles kaputt. Moin, Opas Fatzke. Und gleich ein Follow da gelassen. Kommt rein, sagt hier, geil, den Follow ich mal. Mavi halt, ne? Leute, ich packe die jetzt hier hinten hin. Ich werde sie suchen. Weil ich wieder nicht weiß, wo ich das Ding hingepackt habe. So angeschrieben. Echt jetzt hier wohl, Marco? Oh nein. Aber sei es dir gegönnt, Heule. Sei es dir gegönnt. Dann warte ich halt, bis er wieder einen hat. Ich muss ja eh erst die Kohle zusammenkriegen, also von daher. Was ist da los? Ey, was ist denn heute? Ich wollte doch nur zocken. Oh. Schier. Nein, mach das. Tio Marco, ich habe 50 Euro. Plus ein bisschen von dem Twitch-Geld noch dazu. Also alles okay. Das sind 800 Flocken. Ich hatte den Traum, den bis nächste Woche irgendwie das Geld zusammenzukriegen, aber
Kannst vergessen, das wird nix. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, Leute, dann wird es halt kein Stream aus der Werkstatt, wo ich dann noch zusätzlich die Konsole baue. Ist halt so. Fahrhebe SCWR S4, wo gibt's den neu? Mir hat da auch einer geschrieben, so Baton machen und dann lübt das. Ja, ich wollte ja, ich habe ja, ja 1. Oktoberwoche frei, weil ich ja auch Geburtstag habe. Und da hätte ich dann Zeit gehabt, auch so eine Konsole mal komplett fertig zu bauen in der Woche. Ja, das ist nicht so einfach, den halt selber zu machen. Auch die Platine und so, das ganze Rumgelöte. Ist nicht so einfach. Ah, was mache ich denn da? Oh, Alter. Marco. Danke für 5 Subs. Geschenkte Subs an diesen Sabaton. Junge, du ein verrückter Hund, du bist. Vielen, 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 vielen Dank. Danke, 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 danke. Oh Mann, ich bin jetzt gerade ein bisschen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Vielen Dank. Danke, danke, danke. An Münsterland. Und an Black Snake, Bankinator, der alte Sausage Water. Was ist denn hier denn los? Das ist schon mal vom Flair. Problem ist, dieser Anhänger hat einen Wendekreis bis nach Meppen, ne? Was denn? Soll ich dir mal Geiles aus dir zukommen lassen? Das musst du dir umbauen. Was meinst du denn? Wendkreuzsteuerungshebel neu 391. Wo denn? LOL Gamer, wo denn? Auf welcher Seite? Wo kann man das bestellen? Hey Leute, ich guck mal kurz. Das ist natürlich krass.
Natürlich schön, weil die Platine, die er hat, halt dafür auch komplett funktioniert. Fan-Fahrhebel, 304 Euro. Nach 8 Werktagen nach Abkunft bei Express. Ne, Moment mal. Ah, das ist die Reparatur. Das ist der Service. Das ist nicht der Fahrhebel. Der ist auch richtig schön alt. Aber das ist ein Reparaturservice. Siehst du? Das ist nicht den. So, guck mal hier, da ist abgedeckt. Ganz komisch. Ja. Und der andere, der hat halt, der würde dir auch nur die Platine dazu geben, aber der hat das alles so umgebaut und die Stunden und Wochen, weil das war jetzt nicht gerade einfach, möchte ich mir sparen, weil ich einfach die Zeit dazu nicht habe. Also ich baue dann lieber den rundum den Kram halt schick neu. Aber ich glaube, dann werden die Dinger ausverkauft. Wenn du den für diesen Preis kriegen würdest. Und mir sollte ja, so ein User hatte mir auf. Oh Mann, ey. Das Ding muss ich mir ja auch nochmal festmachen. Oder so Anti-Rutsch-Dinger runter machen. Das Pedal ist mir gerade weggeflutscht. Was hast du überhaupt jetzt? Das war's, ich habe keine Silage mehr. Werner, Moinsens. So, dann fahren wir den aber erstmal zur Seite. Griesti. Was? Schnackplalitsch, Yogi. Nicht so einen anderen Kauderwelsch. So, den parken wir erstmal hier. Ne, den parken wir da drinnen. Oh. Weil ich will diesen Anhänger hier rausziehen. Der geht mir so ein bisschen auf den Senkel hier. Passt das? Ja, das passt. Das Problem ist, jetzt habe ich ja gar keine Silage mehr für die Viecher hier. Also langsam wird es ein bisschen kritisch hier. P? Nee. Ich will immer gleich kaufen. Ich sage immer gleich P. Kaufen, kaufen, kaufen. Das Geld muss unter die Leute.
Das bringt nichts. Guck mal hier, die haben auch nur noch Mischrationen, nicht mehr so viel, ne? Aber die sollen ja auch einfach nur sich, die sollen ja älter werden. Heb die Haare. Hebe die Haare. Was? Habe die Ehre. Gott. Hab auf Kleinsein den Hebe und der ist die ganze Zeit und die ganze Zeit Seitenkontrolle und was kostet der Farbe? Da kostet der Farbe. Ja, ich habe den nicht gefunden und da ist es, da kriegst du halt einfach einen sauberen, schicken Farbe. Der hat ihn auseinandergenommen. Ich finde das gut. Ich, vor allen Dingen die Arbeit möchte ich auch unterstützen, weil ich weiß, wie scheiß aufwendig ist, das so eine, also eine Konsole zu bauen. Entschuldigung, Ausdruck. Was haben wir denn jetzt hier? Fersen. Oh, habe ich ein Kit bekommen? Nö. Nö, immer noch nichts. Die ist auch komplett sauber. Weil ich da doch schon öfters dabei bin. Und er macht das halt alles fertig und druckt mir den ganzen Kram darauf. Ja, Kreis für komplette Armlehnen 1400 Euro. Ich kaufe sie komplett um 1 und Fahrhebel 550. Ja. Nee, also da bin ich generell, ja, schon, könnte man sich das zusammen, dann kannst du dir die Platine holen. Aber du kannst es ja auch einfach so machen, dass das alles passt und unterstützt auch noch den Typen dazu, der sich das definitiv verdient hat. Und ich könnte mir dann da, weil der bringt ja auch gleich diese Halterung damit zu, kann mir dann da mit meinem Zeug, was ich hier noch habe, die Seitenkonsole fertig bauen. Also den Kram, den ich jetzt halt einmal rausreißen und dann weiterbauen. Moin, Kilian. Da habe ich schon lange nicht mehr nachgeguckt nach der Testingliste. So, wo stelle ich den jetzt hin? Weil der nervt ein bisschen. Der nervt erst ein bisschen. Aber wo kann ich ihn hinstellen, dass er nicht mehr nervt? Den stellen wir vorne hin. Den stellen wir da hin, wo das Güllefass entstanden ist. Buddy, moinsens. Fluss rein. Wieso vergleichst du mich jetzt mit Herrn Werder oder was? Yogi, ich freue mich da schon. Wenn das hier losgeht mit dem ganzen Gehäcksel und wie du denn hier dich mal beweisen kannst. Ne? Den habe ich selbst gebaut, ja. Also in-game, ne? Wenn du hier um die Ecke fahren sollst und ich weiß, wie du weiterkommst und so. Danke, danke. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie sieht es mit Stroh aus? Also Stroh brauchen die auch nicht so wirklich viel, ne? Mischration, das ist alles schier. Da ist Mischration. Jetzt könnte man noch ein bisschen Heu da reinballern, ne? Aber Heu brauchen wir auch noch. Das futtern ja eh das Zeug. Also von daher, die Tiere sind gut. Milch
mich, 9000 Lieder. Wir könnten bald mal, da können wir auch wieder unseren MF nehmen. Wie jetzt, wie soll ich den Kamerapressing um 6 machen? Nee, Yogi, du fährst. Das macht jemand anders. Ne? Und wehe, werden keine Feldeinfahrten genommen. Ich sehe das schon, ihr beiden fahrt los und ich sehe euch nie wieder in dieser Kette. Ich sehe euch nie wieder auf dem Hof oder am Häcksler, weil ihr irgendwo in der Ecke liegt oder im Kram und euch da ein abwirbelt. Ja, so wird's laufen. So, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Achso, wir können ja nochmal hier. Kohle muss er Kohle haben, ne? Bei dem nächsten Tag fahren wir nämlich an mit der Gerste. Hau rein, Großer. Schön, dass du da warst. Wir werden jetzt doch noch die Beine pressen. Und die sonst an den Pferdehof verkaufen oder so. Irgendwie sowas in der Art, aber ich mag das Zeug einfach nicht da liegen lassen. Witschershof, Sachsenland, Moinsens. Wo sind denn jetzt die beiden? Die sind da, ne? Ja, genau. Also. Na, es ist schwierig hier mit doppelter und dreifacher Kamera. So, funktioniert das denn noch? Nee. Abgeschmiert. Ja, doch schon. Also, ich weiß auch gerade nicht, was hier passiert. Oh nein, nicht nochmal alles mal machen. Und aus, ja. Also, es funktioniert anscheinend nicht. Oh, wann hat er das jetzt das letzte Mal gespeichert? Oh, guckt euch diesen schönen Kipper an, du. Oh, ist das geil. Oh, das geht mir jetzt schon auf den Senkel. LS, ne? 13:30, ich muss auch bald meine Kinder abholen. Oh, mein Freund wird, mein Sohn wird heute ausrasten. Der hat sich gestern von seinen 7 Euro Taschengeld, haben wir ihm ein Lego-Teil bestellt. Der ist heute angekommen. Ich habe gesagt, er braucht 3-4 Jahre. Weil ich nicht viel Zeit muss. Ja, alles gut. Jung geht immer vor. Ja, selbst wenn das gleich... So viel kann das nicht sein. Wir gucken mal. Das ist okay. Aber ich frage mich, ob das jetzt generell ein Problem ist, wenn ich jetzt darauf gehe. Ja. Dann kackt er ab. Das ist die Cam. Da kackt er ab. Gut. Dann müssen wir da nochmal kicken. Nee, warte mal, wir beenden das mal ganz kurz. Wartet. Mods. Nee, das machen wir alles ein bisschen einfacher. Und zwar gehen wir auf Öffnen. Gehen da auf gelöscht am Work-Kamera und machen wir hier wieder herstellen. Diese Teile. So, jetzt läuft das wieder. Ich habe noch eine alte Version davon gehabt und damit funktionierte das. Die habe ich heute ausgetauscht und da ging. Ja,
Aber ich habe den Mod ausgetauscht. Gleich wird das funktionieren. Pass auf. Wahrscheinlich ist da was im Code geändert worden. Und deswegen funktioniert das nicht mehr. Weil ich da wahrscheinlich haben sie da was anderes, hätte da noch reingeschrieben werden müssen. Deswegen. Nicht. Müssen wir gleich nochmal neu füttern. Das war ja eigentlich nur den Anhänger umgekurbelt. Und füttern. Das ist sehr geil. Wieso ist denn das hier eigentlich nicht auf Game? So. Ist die Kamera auch richtig eingestellt? Guck mal, Chat, habt ihr gesehen? Ich habe hier mal aufgehängt. 1, 2, 3. Ihr Bilder, so. Das ist so heute schon wie Sand am Meer, die Dinger. Bisschen flexen, was man auch hat, ne? So, wollen wir nochmal probieren, oder was? So, oh, nochmal probieren. Seht ihr, da funktioniert das. Zack, zack, zack. Da funktioniert das. Das ist halt einfach nur, das, wann, Video? Achso, die brauchen wir nicht. Wo müssen das jetzt nochmal schnell machen? Sag mal, Chris, wie kommt es eigentlich, dass du öfter? Du hast doch eigentlich genauso viel Zeit wie wir. Was denkst du? Ja, ich wollte jetzt. Also, ich war auf der Farmcom, Leute. In Lauigen. Da bin ich ja hingeknattert wie ein bekloppter Mensch. Und dann habe ich da so einen YouTuber, Podcaster, Streamer getroffen. Den kennt man schon lange. Das erste Mal so richtig, glaube ich, gesprochen hatte ich mit dem bei John Deere in Mannheim. Abends beim Getränk. Und der hatte gesagt, als ich da so stand, sagte dieser Mensch zu mir mit so einem leichten österreichischen Akzent. Hätte ich durchgezogen, hätte ich jetzt auch hier stehen können. Nein, natürlich deswegen nicht. Es kam einfach so wie das nach jeder Farmcom ist, gerade so, die Lust ist einfach wieder da gewesen. Ich hatte immer keinen Bock, weil mir die ganzen Gebäude nicht gepasst haben und ich konnte mir das nicht so bauen, wie ich es hier hatte. Und deswegen habe ich bei Lexor einmal einen Stream gesehen und der hatte die Gebäude halt umgeskinnt, so wie ich das jetzt hier habe, ne? Und da habe ich gesagt, weißt du was, das guckst du dir einfach mal an und guckst, ob das klappt. Und das hat dann bei diesen Bauernhöfen, also bei dem Stall geklappt, bei den anderen Sachen, das funktioniert da alles. Und da kam die Lust wieder dazu. Und dann dachte ich so, fängst du erstmal klein an, hast dir das alles zusammengesucht. Und so kam das nach und nach mehr. Und dann kam noch da hinzu, dass ich sagte, okay, machst du einfach mal wieder den Stream an, mal gucken, ob das funktioniert. Da lief ja gar nichts mehr im Stream. Ja. Ja, und auf der Arbeit geht das jetzt eigentlich soweit alles, dass das alles ein bisschen ruhiger ist und ich dementsprechend so machen kann. Kinder sind wieder größer geworden, sind ja 4 und 6, abends ins Bett, das haben wir auch ganz gut hingekriegt jetzt mittlerweile, dass sie alleine im Bett sind und du nicht da noch eine Stunde dran rumtüdeln musst. Ja, und so hat sich das dann jetzt alles ergeben und es macht halt Spaß, ne? Es war krass, dass alle sofort wieder da waren. Ich dachte ja so, Mensch, fängst mal wieder an, da gucken vielleicht so 3, 4 Leute zu oder so. Nein, gleich vom ersten Tag waren alle da. Und das fand ich cool. Und ja, jetzt wollte ich ja das Maishäckseln einfach nur haben, damit ich ein paar Leute habe, die hier mit häckseln. Jetzt wird das gleich schon wieder so eine große Sache. Ja, haben noch alles was davon. Ja, ja. Wenn ich dir das jetzt nochmal sagen darf, Werner, ich fahre jeden Tag nach Lübeck, das ist hier oben in Schleswig-Holstein so eine Stadt. Rechts gesehen Schleswig-Holstein, das sind so 60 Kilometer am Tag, fahre ich jeden Tag zur Arbeit und hole dann ja auch Podcasts. Und dann habe ich so wie Felix, also erst dich und den Randy gehört und sehr amüsant. Cooler Podcast, hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Podcast-Hörer werde, aber das habe ich ja bei dir und bei Felix natürlich auch. Dann höre ich natürlich Hannes und die Jungs, wobei da eher schon fast weniger. Nichts böse gemeint, aber das geht mir zu sehr in eine gewisse Richtung, was am Anfang nicht so war. Ja, aber ansonsten auch dich und Mario.
Hör ich ja natürlich auch. Das ist ein bisschen entspannter, die ganze Geschichte. Ja, kommt an, definitiv. Einfach mal so als Live-Feedback. Wann hat man denn schon mal die Chance? Ja. Ja, und dann bei dem Maishacken, das wird ja schon. Oh, das zeige ich euch mal. Der Houston war so cool und der Kramer und haben uns diesen Häcksler hier fertig gemacht. Dieser Häcksler ist jetzt MR ready, also Reha ready. Hat noch ein paar Deagles bekommen. Wir werden ja nachher mit einem 860, denke ich mal, oder einem 840 arbeiten. Dann haben wir hier, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht sagen, welche Reifen er genommen hat. Aber wir gucken uns das mal an, wenn das okay ist. Ich glaube, er hat die Trelleborg genommen. Breitreifen 2, 1. Da, richtige Breitreifen. Also so hatten wir die früher auch wirklich zu Hause, ne? Also das sind richtig dicke Puschen gewesen. Und kannst du noch Zusatzgewicht? Müssen wir nicht unbedingt haben. Und wie war das mit den Felgen? Huch. Ja, eigentlich ist hier die Felge grau. Eigentlich. Eigentlich soll sie grau sein. Also, der wird abgenutzt sein. Der hat auch den Rostshader drin von Vertex. Also, wird ein mega geiler Häcksler. Ich muss morgen nach Lübeck fahren. So gar keine Lust dahin. Was soll's denn in Lübeck? Willst du jetzt schon meine echten Finanzen durchgucken oder was? Ach so. Ja, ich bin morgen wieder am Malochen in Lübeck. So, jetzt speichern wir einmal kurz. Aber ich muss auch gleich los, glaube ich. Ich weiß nicht, ob meine Frau da ist. Na komm, pressen tun wir noch und dann fahren wir. Heute Abend geht's weiter, wenn das okay ist. Und denkt daran, ich werde es einfach mal sagen. Das wird mir jetzt ziemlich in dem Bereich Joystick helfen. Wenn ihr bei HelloFresh. Werner hört jetzt gerade mal nicht zu. Wenn ihr bei HelloFresh da was bestellt, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Link benutzt. Das würde getrackt werden und die Leute würden dann, also das würde noch einiges unterstützen. Und dann, wenn wir den Joystick haben, bauen wir den ganzen Kram ab, dann kommt die Kamera ab. Das baue ich dann alles im in der Werkstatt auf und dann machen wir schön, weiß nicht, 12 Stunden oder 8 Stunden Stream, bis diese verdammte Geschichte hier fertig ist. Ich möchte sowas unbedingt mal machen. Eine GoPro habe ich. Die muss man ja auch irgendwie anbauen können. Eine GoPro 9. Ich habe auch so ein Media Mod oder sowas dazu. Den hatte ich auch gekauft. Den Clip brauchst du mir nicht zeigen. Ah, Mann. Ja, es geht ja nur aus den privaten Geldern darf der Joystick nicht bezahlt werden. Deswegen müssen wir gucken. Das ist eine Regelung, die bleibt so, die ist so und die wird immer so bleiben. Monster Borny, Moinsens. Morgen. Hey, wo kommt ihr denn alle her, Jungs? Muss ich normal machen, oder was? Nicht dir, sondern der Frau. Nein, meiner Frau muss nichts gezeigt werden. Ich glaube, um 2 muss ich aber wirklich Schicht im Schacht machen. Runter, umziehen, Kinder abholen. Oh. Gucken, was wir heute Nachmittag noch machen. Freitag packen wir den Kram auf jeden Fall aus. Freitag soll das kommen.
Aber ich weiß nicht, ob Kochen ginge dann nur am Wochenende, glaube ich. Und dann auch, wenn die Kinder nicht da sind, weil ich möchte nicht, dass die Kinder zu sehen sind. Hagen, wieso spielst du eigentlich nicht mal mit Kamera? Habe ich gesehen. Was ist denn da los? Sind die Haare auf dem Kopf jetzt komplett weg, oder was? Und die hätte ich jetzt auch immer mal gedacht, du warst doch LKW-Fahrer, oder? Oder bist doch LKW-Fahrer? Dass du da mal ein paar Dinger raushaust. So langsam schleicht sie sich wieder an. So, jetzt fahren wir aufs neue Feld. Ich weiß aber nicht, das ist hier immer... Das ist der verkehrte. Da ist die Einfahrt. Ich check das nie. So, dann wollen wir hier noch die Beine pressen. Ist nicht wahr. Also ich hoffe, dass Kramer das, also der 8, also der auf jeden Fall und der 400er. Ob er das wirklich eventuell noch irgendwann hinkriegt, zeitlich und Bock drauf hat, weil er meinte, das ist schon aufwendiger. Ich brauche ja auch mal gar nicht so viele Reifenkonfigs. Ich brauche ja eigentlich, wie gesagt, Schmalspurreifen, vielleicht Doppelbereifung und dicke Puschen. Mir kommen die gegen 10, also ich denke mal kurz danach. Was denn? Was meinst du jetzt, Gnomi? Hallo Fresh. Gnomi, bist du so bei mir um die Ecke rum? So dicht? Wirklich? Habe ich das schon wieder vergessen? Beziehungsweise haben wir da schon mal drüber gesprochen? Freitag arbeite ich bis 20 Uhr, also vor 20 Uhr bin ich nicht zu Hause, ne? Vielleicht ein bisschen früher, wollen wir mal gucken. Aber hier hat er auch Probleme, also alles rein, was geht. Eule so. Ja, das geht. Na, ein bisschen weiter noch, ne? Also Eule ist los, noch ein bisschen weiter als hoch steht. Ja, Eule ist los. Hat Eule ist los. Nein, Eule ist los. Der einzig wahre Korn. Aus dem Schleswig-Holstein, da gibt es auch einen Doppelkorn. Also wenn ihr Korn anbietet, nimmst du immer alles Lohr. Alles andere ist dumm Tüch. Beim WCW, WZV, beim Wegezweckverband. Ja, schön. Ich habe die Biotonne erst sauber gemacht. Auf der 3-Liter-Jack kann man Gitarre rausschneiden. Ja, es gibt einen anderen, natürlich auch einen Hagen, der muss das wieder maximal übertragen, überreizen. So, Tirol Marco, wann kriegst du den jetzt eigentlich? Oh, warte mal.
ist ja alles wieder aufregend, du. Naja, habe ich eben Konsole Hack schon. Oh, meinst du? Was habe ich denn jetzt gemacht? Alles gut. Es ist ja auch immer schwierig, auf das zu achten. Habe ich überhaupt schon ein Bein herausgeschmissen? Ja, da vorne liegt einer. Und die Grasbeine werden wir dann wahrscheinlich verkaufen. Aber Leute, ich schaff das Feld nicht. Ja? Aber die fangen ja jetzt auch hier langsam an zu häckseln und sowas, ne? Ich würde ja gern mal irgendwie... Also wenn die jetzt wirklich hier am Hacken sind oder so, dann werde ich mir auch mein Fahrrad schnappen, ein bisschen rausfahren. Aber ich würde schon mal gern wieder mitfahren da. Ja, aber wir sind auch beim Wegezweckverband, der bei uns den Müll auch macht. Oh Leute, ja, gucke ich gleich. Zwei Nachrichten bekommen habe ich hier. Richtig Alarm ist hier los. Du. Ah, danke, 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 Leute. Danke, Houston. Danke, Gamer. Den haben wir jetzt auch. Was muss denn da geändert werden? Doch ein paar Beine zusammen, ne? Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ganz ehrlich. Wieso hat er, weißt du, da vorne hat er kein Problem da hoch zu, oh, okay, bei der Steigung, jetzt verstehe ich auch warum. Wer meinte nochmal, bei deinem flachen Land brauchst du das nicht? Guckt euch das mal an. Jetzt verstehe ich auch warum. Das sieht so da gar nicht so aus. Gebührenbescheid? Was heißt das? Das ist schon wieder teurer, oder was? Oh, ich freue mich da. Ich werde meiner Frau das erstmal erklären. Ja, das ist hier, das östliche Hügelland. Ostsee ist nicht klar. Achso, nee, da haben wir doch schon was bekommen. Das wurde doch jetzt neu geregelt hier. Zehnmal darf ich, sind das in den Gebühren mit drinne. Und wenn ich die Mülltonne trotzdem nochmal, kann ich die irgendwie trotzdem damit rausstellen, aber dann nicht. Und irgendwie so ein Getüdel gibt es da. Halt alles wieder kompliziert. Dann muss man extra bezahlen und... Jetzt fängst du schon an, ja, hältst dann noch zwei Wochen mit aus mit der Tonne oder nicht? Sachen gibt's, Leute, Sachen gibt's. Stulle. Ey, hätte ich diesen Schlupfmod drinnen, ne, wäre das Feld schon umgeflücht.
Gucken, ob er hier hochkommt. Kann doch nicht sein. Ey, gerade wo du es sagst, ne? Ich habe auch überlegt, ja, du willst natürlich, dass er hier hochballert oder so, aber im Prinzip, nee, gar nicht. Das ist, also deswegen macht man das ja. Natürlich fährt er da langsamer hoch. Deswegen, eigentlich ist das ganz cool. Man muss halt nur überlegen, von welcher Seite man hochfährt, ne? Aber wir sind uns einig, das hätte der Maximum nicht mal annähernd geschafft. Das sieht ja auch nicht nach so Steigung aus, aber guckt euch das mal an, ey. Ist richtig hart. Das sind ein paar Meter. Und dann lass das noch mal ein bisschen feucht sein. Ne? So, wir fahren den Schwatt noch runter und dann muss ich ausmachen. Wollen wir noch irgendwo hin raiden? Gibt's das? Wer macht an? Wer ist an? Wer macht aus? Wer will? Tut mir ja nur leid, aber wir waren jetzt schon, das waren auch schon wieder 2,5 Stunden, ne? Kann ich unten noch mal ein Getränk zu mir nehmen? Oder werden die Lütten abgeholt? Vielleicht ist meine Frau ja auch schon da, man weiß es ja nicht. Aber ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend wieder. Machen den Kram noch fertig oder vielleicht presse ich das noch mal so für. Nee, wir machen den dann noch fertig und dann verkaufen wir die Ballen an den Pferdehof. Ganz einfach. Obwohl Grasballen jetzt nicht, oder? Danke dir. Stimmt, da kann ich den auch austauschen. Vielen Dank. So. Machen wir aus. Du kannst nicht? Nee, du bist unterwegs, ne? Guck mal, wir können ja auch einfach einen Kanal Raid machen. Wir haben. Opas Zockerbude, da gehen wir hin. Mock wieder so? So, Leute, aber einmal kurz vorab. Vielen Dank, dass ihr das auch mitgemacht habt mit der Werbung. Ich hoffe, das ging soweit ganz durch. Wie gesagt, geht da auf den Klink rauf, wenn ihr was bestellt und vielleicht da neu seid, lohnt sich das. Und wenn ihr das nur einmal macht, ist egal. Dann macht das auf jeden Fall. Also, lohnt sich. Wie gesagt, 5 Tage. A4 Menüs. Also, ne, 5 Menüs, 4 Portionen. Für den ersten Einkauf waren es jetzt bei mir 53 Euro. Also, kannst nicht meckern. Für geilen Kram. Da sind Burger dabei. Da sind nochmal, glaube ich, Burger dabei. Also, von daher alles cooler Shit, den wir da machen können. Bloß, wir denken daran nochmal, Abschluss dazu. Das ist ein bei HelloFresh. Wenn ihr bestellt, macht ihr ein Abo. Das könnt ihr aber auch sofort kündigen wieder. Ja, also alles cool. So. Viel Spaß beim Opa. Machen wir ein bisschen Randale da. Opas Zockerbude heißt das. Das spielt schön in an sich, finde ich ganz cool. Wir machen alles bereit. So, dann gucken wir uns das alles an. Dass dann auch alles richtig ist. Und dann hören wir uns die Tage die auf jeden Fall weiter. Ne? Also. Mokau. Bis heute Abend. Tschüss.